Die Hoffnung auf die große Liebe war groß. In den vergangenen Wochen hatten Jelis KOC28 und Paco Herb immer wieder für süße Schlagzeilen gesorgt. Mehrfach zeigten sich die Influencer gemeinsam, genossen offenbar sogar einen gemeinsamen Urlaub. Zuletzt erklärte die Beauty dann aber, die zwei sind nur Freunde, doch wenn es nach Jelis gegangen wäre, wäre daraus wohl mehr geworden. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ziert im Mai das Cover des deutschen Playboys. Zu dem Shooting für das Erotikmagazin wurde die Brünette sogar von Paco begleitet. Damals erklärte sie der Zeitschrift, Paco und ich kleben gefühlt 24 Stunden aneinander. Aber wir lernen uns noch kennen und wissen noch nicht, wo das hinführt. Jelis hoffte offenbar auf die großen Gefühle. Wenn es was Festes wird, soll es natürlich auch eine längere Zeit halten, am besten für immer, deswegen lassen wir uns Zeit. Doch aus dem Kennenlernen wurde allem Anschein nach keine Liebe. Denn Anfang April dementierte die Mutter einer Tochter die romantischen Gerüchte, ich bin dankbar, einen Freund wie ihn in meinem Leben zu haben.